Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werden wir den Live-Run-Modus spielen, der ja mit einer Ankündigung jetzt irgendwie ins Spiel gekommen ist, wobei es dafür eben halt nicht mal eine vorgestellte Insel gibt. Vielleicht kommt das noch rein, aber dafür, dass er immer auch glaube ich, auf irgendeiner PAX-Messe vorgestellt wurde, ist das ein bisschen schade, dass es nicht im Spiel wirklich drin ist, sondern dass man eben halt den Code braucht, um das Spiel, um die Map spielen zu können. Die wird ja auch gleich dann oben eingeblendet sein. Dann könnt ihr den einmal kopieren und könnt den Modus auch spielen. Wir werden mal das Ganze ausprobieren, wie der Modus ist, ob es sich lohnt, den zu spielen. Ja, wie gut der im Generellen ist. Der wurde von Team Evolve erstellt. Die haben ja auch, glaube ich, schon eine Zonros-Map oder so gemacht. Sind auf jeden Fall relativ aktiv im Fortnite Creative Mode und machen da ordentlich Maps. Ihr könnt natürlich gerne ein Abo auf diesem Kanal da lassen, wenn euch die Videos gefallen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt das Video. Und ich würde sagen, die Map sieht schon mal ganz gut aus von hier. Die Startmission. Und hier haben wir vier verschiedene Modis. Ich würde mal sagen, wir beginnen hier mit War Torn City. Also es wurden Life-Saving-Supply-Jobs im Prinzip geliefert und wir müssen die zum Dorf transportieren. Also anscheinend ist die Map in vier verschiedene Modis aufgeteilt. Wir spielen jetzt hier den ersten, ein bisschen mit Driftboard. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Ich weiß auch gar nicht, ob man die mit mehreren spielen kann. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass man zumindest nicht mehrere braucht. Ich hoffe es zumindest. Habe ich jetzt nichts anderes? Ich habe da einfach drei Biggies bekommen. Das heißt, es ist anscheinend Zufall, was man bekommt. So, das muss ich jetzt hier abliefern. Und dann wahrscheinlich hier nach oben wieder gehen. Und dann nochmal nach unten fahren und hoffen, dass ich vernünftige Items bekomme. Ah, endlich ein Medkit. Ich hatte jetzt extra gewartet bis 17 Uhr, wo dann eben halt die PAX ist. Die Vorstellung davon. Wir brauchen jetzt als letztes noch die Bandages. Dann sind wir auch mit der Mission durch. Denke ich mal, sollte gut möglich sein. Wenn ein bisschen hier Loot-Drop-Luck-Ehre gibt. So. Jawohl, hat sich gelohnt. Dann einmal die Bandage abliefern. Muss ich noch was abliefern? Hä? Wir müssen jetzt hier irgendwelche Sachen reparieren. Dafür brauchen wir Materialien. Ich glaube, da hinten liegen welche drauf. Steht zwar, dass hier drei markierte Orte sind. Wir sind aber keine markiert. Ehrenwert. Ja, der erste Modus war in Ordnung. Einmal spielen, aber ist nichts. Der erste Modus ist zumindest nichts, was man öfter spielen oder was ich öfter spielen würde. Und ich habe jetzt gerade komplett reingechoked. Aber ich glaube, man muss ja auch nur dauerhaft die Ressourcen sammeln und dann war es das auch. Die einzige Schwierigkeit ist eben halt an die Ressourcen zu kommen. Aber wenn man sich ein bisschen anstrengt, sollte das auch nicht allzu schwierig sein. Wie gesagt, vom Design her ist es echt ganz in Ordnung. Und falls ihr es nicht wisst, das ist ja auch für einen guten Zweck. Und zwar für das Rote Kreuz irgendetwas. Achso. Da sollte ich erst stehen, wenn ich alles gebaut habe. Wir werden jetzt nochmal zu einer anderen Position gehen. Ich habe jetzt zwar keine Markierung. Da oben liegt, glaube ich, auch was drauf. Können wir auch mal hingehen. So.
Ich habe zum Glück keine Eisfüße. Relativ leichter Jump'n'Run. So, easy. Aber ist jetzt immer nicht so, dass das wirklich schwierig ist, sondern einfach nur, ja, man muss sich vernünftig konzentrieren einmal und dann ist das auch easy. Und sonst dauert es einfach nur lange, immer hin und her zu laufen. So, machen wir als nächstes. Ja, wird wahrscheinlich so oder so von alleine ausgesucht. Was? Der Krieg ist zurück in den Cities und die Bürger sind häufig gekillt. Deswegen wir müssen hier den Markierungen folgen. Und dann die Person hier healen. So, einmal entlang. Hier hoch. Ah. Jump verkackt. Wie gesagt, ich bin ein Jump-Run-Profi. Aber habe ich jetzt schon wieder hier diese ekligen Füße. Zweiter auch geheilt. Dann müssen wir jetzt hier hoch irgendwie. Oh, es hat aufgehört. Sehr schön. Ich glaube, das sollte einfacher machbar sein. Dann der Jump'n'Run. Dann einmal hier rüber. Schreibt mir gerne auch mal eure Meinung zu diesem Modus in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Oh, zum Glück gibt es hier ein Reset. Müssen jetzt hier runter. Eigentlich habe ich den ja geheilt, aber irgendwie anscheinend auch nicht. Sehr, sehr strange. Jetzt hier rein. Ah, da oben muss ich den heilen. Okay. Das könnte machbar sein. Aber die Anzeige geht nicht weiter. GG. Ein bisschen ist der Modus irgendwie verbuggt. Aber gut. Mission completed. Strange, strange, strange. Aber jetzt nochmal in den letzten Modus reingehen. Und wir sollen jetzt die wahrscheinlich zerstörenden Minen beziehungsweise kontrolliert explodieren lassen. Ist, glaube ich, eher leichter. Wie viel? Es gab ja gar kein. Da gibt es einen Boost dabei. Ah, nee, es gab nur diesen Drift. Ich bin der beste Kartfahrer. Wie soll man das in der Zeit schaffen? Jetzt wurde die Missionszeit nochmal verlängert. Alles klar. Also ein bisschen Bugs sind drin. Die haben auch eine absolut kleine Range, was sie explodieren lassen. Jetzt müssen wir da hinten hin. Ich glaube, es hat sich gerade so ein bisschen aufgehangen. Easy. Ich hab alle. Ah, so. Münze einsammeln.
So, 14 Minuten 10. Ihr könnt ja mal gerne eure Zeit in die Kommentare schreiben. Ich finde, man hätte es besser machen können, aber ist in Ordnung. Dafür allerdings, wie es angekündigt wurde und so, ist es schon ein bisschen langweilig auch. Und ist eine Map, die man wirklich nur einmal spielt. Ich hoffe, euch hat das Video auf jeden Fall gefallen und dann bis zum nächsten Video. Ciao.